kurz. Was hältst du von Rouladen? Ja, super. Mitch, du kriegst gleich den Burger und Bier. Jo, prima. So. Bitte. Dann was das schmeckt. Bin. Ja, da kriegst du eigentlich noch mal so viel, wenn du willst. Ja, dann noch mal. hat jetzt jeder bezahlt? Ja, Moment, ich krieg noch mal was. Hauptsache, es ist alles bezahlt damit. Es sollte alles bezahlt sein. So. Wenn ich gleich wusste, dass du so viel gibst, hätte ich gleich gesagt, kriegst du mehr. Ja, hätte ich ja nie wissen können. Ich sag mal, wo hat man denn bitte solche Preise? Keine Ahnung. Ich habe die Preise von dem Essen gar nicht im Kopf. Ich auch nicht. Ich komme entweder komme ich hierher oder ich gehe nach Ennisburg. Ich kenne nur den Preis vom Bananen rum. Ja, das ist das, was du hier auch kannst. Ja. Doch das Einzige, was ich mich ernähre. Ja gut, ich sag mal, allein davon ernähren will ich mich jetzt nicht. Ja, komm. Super, danke dir. Bitteschön. Dankeschön. Alles klar, ich habe alles. Sehr okay. Gut, dann machen wir es mal wieder auf. Ja. Ja, dann passt auf dich auf und mach keine Dummheiten. Du auch, Emmett. Mach's ja. Gut. Jo, ciao. So. Vielen Dank. Ja. Ich brauche bald, ich muss Bananen rum wieder ran schaffen. Verdammt nochmal. Warum? Haben die jetzt alles gekauft oder was? Nee, aber mit Steve's Landing, die letzte sitzt erst 30, dann 50 geholt. Jetzt haben die da gerade nochmal ca. 40 geholt. Ich habe nur noch 290 Flaschen. Ui, nur ist gut. Mitch, das waren schon mal 800. Eieieiei. Ja, der Große habe ich ja verschenkt, weil der Große immer für Bill draufgegangen ist, als er sich immer geprügelt hat. Ach so, ja, ja, gut. Der mir schon 100 Flaschen weggesoffen hat. Eieiei. Und der kleine Bill hatte noch mal 100 Flaschen auf Lager gehabt. Der säuft das wie Wasser. Also, dass der noch normal reden kann. Vielleicht kann er deswegen normal reden. Stimmt. Oder er deswegen redet, aber auch nur so seltsam und so wir. Das kann auch sein. Naja. Na gut, ich bin mal kurz Geld nach hinten. Jo. Naja, passt mal ein bisschen auf, weil anscheinend sind ein paar Leute unterwegs, die gerne Kisten knacken. Ah, okay. Ja, gestern war anscheinend jemand bei mir im Laden, hat er eben heute früh gesagt. Ah. Frechheit. Er kriegt aufs Maul. Ja, ich hoffe, die Sheriff, die haben die ordentlich verknackt. Haben die nicht erwischt. Ava ist gerade aufgestanden, die hat sich hinten ausgeruht im Büro. Ah. Steht okay. Da auf, die sind da am Rumwergeln, schreien nur Scheiße und hauen ab. Naja. Aber was soll's. Naja. Also Emmett, ich muss dir leider sagen, bezüglich den 50 Dollar, ich habe da jetzt nochmal nachgefragt, die sind leider noch offen. Also mir hast du die nicht gegeben, Emmett. 50 sind noch offen? Von der letzten Bestellung, wo du da bei uns warst. Da hattest du, glaube ich, nur 200 irgendwas dabei. Warst du da nicht herum? Habe ich dir es noch nicht gegeben? Also nicht, dass ich wüsste, es sei denn, du hast es mir gegeben, als du besoffen warst und als ich besoffen war. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, aber ich glaube, wir waren bei einem. Also es ist länger, dass wir gemeinsam besoffen waren. Weil sonst, wenn du es mir gegeben hättest, dann hätte ich es auch ausgetragen. Bei Joe bin ich mir nicht so sicher. Der vergisst das manchmal ganz gerne. Ich glaube, da muss ich noch mal eine Abmahnung schreiben. Ich schreibe ihm eine Abmahnung, ich hole es kurz. Ich freue mich jetzt schon, jetzt darf ich nochmal nach Ding, nach Santini nachher. Warum? Ja, weil der Typ von der Trade-Company gestern nicht aufgetaucht ist. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, du bist da so ein bisschen weit weg. Der Mr. Corleone war gestern. Ja. Ja. Corleone? Hallöchen. Guten Tag. Ja, der hat ja. Der, wo im Laden war, da als er bestellt hat. Ah, okay. So, Leo. Kann ich dir was grüßen, Leo? Du kannst draußen auf Luigi warten, der liefert dir ein bisschen was. Ah, hat er Ding, den Fisch dabei. Ja, der wird da schon reinkommen, denke ich. Ich bin wieder kurz in dem Tresen. Oder ich warte einfach, bis er gleich reinkommt. Okay. Grüß dich, Luigi. Du hast Fisch. Du hast 70 Fischfilet bestätigt. Ja. Das hört sich ganz gut an. Naja, der Jan hat jetzt auch Fischfilet.
Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich soll vielleicht gleich mal wegräumen. Habt ihr noch was geplant? Eigentlich nicht. Heute ist Sonntag, heute machen wir mal einen ruhigen. Also hoffe ich, dass es ein ruhiger wird. Ich hoffe es auch. Ich werde eh nicht lang da, ich werde den Sorte nie machen, dann noch ein Stündchen hier bleiben und dann war es das. Gut, schmeiß einfach rüber. Wenn ich schmeiße ein Fischfilet, ist die empfindliche. Ach. Und so eine gute Kiste drin, das gibt es schon. So, Leute, was? Ja, mit so einem Fliegenfisch. So. Was kriegst du, Luigi? Normalerweise 31,50 machen wir 30. Warte kurz. Oder sucht euch gleich noch zwei Essen aus, ja? Also ich nehme Lachsfilet auf Gemüse mit. Luigi, willst du Lachs ohne Haut? Sie. Das ist korrekt. Gut. Und Leo hat dich so diese tagkräftig unterstützt. Was will der? Haut ohne Lachs. Also soll ich dir einfach den Haut von Lachs. Soll ich dir einfach den Rest geben, den der von Luigi übrig geblieben ist? Und ja. Pfanne. Nee. Warte mal, lass mich mal kurz was fertig machen. Ja, ich will so einen Hass-Hamburger. Kann ich dir machen? Und dann hätte ich gerne einen. Dann kriegst du zwei. Jetzt kriegt Luigi erstmal seinen Lachs. Bitteschön. Ah, danke schön. Ah, da kann ich wieder genießen, ne? Ja, dann genieß doch gleich mal. Lass dir gleich mal, ne, setz dich am Stuhl hin und iss mal schön entspannt. Muss nicht immer auf Achse sein. Ja, das sagst du so einfach. Ja, das sag ich so einfach. Ja, gut, wenn du mit Bricks kuscheln willst, das ist zu sein. Ich glaube aber, Luigi hat dich nicht gesehen. Du musst dich nochmal. Das fürchte ich dann auch. Vielleicht einen Stuhl daneben nehmen. Ups. Hoi. Bin ich denn nur wieder? Also, den an der Ecke, der ist auch schon besetzt, ja? Ach komm. Momente. Mhm. Ja. Das mit den Hinsetzen ist immer so eine Sache hier. Ach. Alles halb so schlimm. Habt euch nicht so. Ihr könnt auch beide hinsetzen. Nee, du musst ja nicht so wie so ein trotziges Kind stehen und die Arme so verschen. Ich will aber. Oh, Mann. Ach, habt ihr noch viel zu tun heute? Also geplant ist jetzt nichts weiter. Ja, siehst du, dann könnt ihr euch mal ein bisschen Zeit nehmen, hinsetzen, in Ruhe essen. So wie es gehört. Mhm. Amit? Ja, bitte? Ich glaube, Amit möchte nur ablenken, weil er noch nicht bezahlt hat. Verdammt. Was gibt's, Amit? Wann machen wir den nächsten Pokerabend? Ja, ich würde sagen, nächste Woche Sonntag, oder? Nächste Woche Sonntag? Jo. Alles klar. Weil wir hatten ja jetzt erst einen gehabt, ne? Mhm. Ja, es war ja, wann war denn das am Mittwoch, nicht wahr? Nee, Donnerstag. Mittwoch? Ich glaube, Donnerstag. Nee, komm auf den Schoß, alles gut. Also, ist halt die Frage. Also, ich denke mal, auf Leoni können wir da nicht zählen, weil ich glaube, der wird dann auf Achse sein. Also, der wird immer schon mit den Deputies unterwegs sein. Das ist natürlich blöd. Ja, dann hätte ich mal Wesley und Jackie nochmal gefragt. Ja. Jetzt warte mal. Joe? Briggs? Du? Ich? Dann ist der Tisch doch voll, oder? Hier, ja. Und falls Platz wäre, ich sag mal so. Wie war gestern oder vorgestern noch das Lagerfeuer? Gestern, ich bin hierher gekommen, ich habe mich hingelegt. Ah. Das hat gereicht. Also, aber anscheinend ging es ungefähr bis um. Was meint ihr ja noch? Kurz nach 12? Also, ja. Ja, gut, die hatten ja auch für $100 Essen trinken. Das kann schon eine Zeit gehen. Muss man mal König fragen, der hat das ganze Zeug gekauft und verteilt.
Wie wird gerade so das Fleisch gekauft, Luigi? Oder gehen gerade andere Sachen besser? Fleisch? Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube, Fleisch braucht keiner. Es verkauft sich nicht so gut im Moment. Okay. Die Nachfrage ist nach Krebsfleisch und ja, Fisch ist auch noch nicht wirklich Nachfrage im Moment. Ja, aber ich habe es extra den, ich habe es Blue gesagt, ja, das soll sich bei ihr melden. Ich habe gestern nochmal mit ihm geredet. Mhm. Weil er gejammert hat, dass er keinen Fisch bekommt. Naja, wenn er meint. Ja gut, der hat noch nicht einmal bei mir bestellt. Aber gut, wenn er eine andere Quelle hat oder selber angeln geht. Ach, was kuschelst du denn jetzt wieder? Der hat sich aufgeregt, weil er muss auf Guam muss sein Zimt besorgen, seine Vanilleschoten muss er jetzt besorgen. Der sagt, er hat keine Zeit eigentlich dafür. Das soll er doch mal bei die Jagdbund nachfragen. Ja. Da Zimt? Ich auch dafür. Zimt von Guarana? Da wächst Zimt. Da wächst Zimt. Okay. Also ich weiß, Dunkelbohnenöl kann man da bekommen und Vanilleschote. Ja, die weiß ich, wo ich die finde. Ja, Zimt und Vanilleschote, das weiß ich auch. Das Dunkelbohnenöl, keine Ahnung. Nee, das braucht er. Er hat gesagt, er hat dafür keine Zeit. War etwas genervt. Aber das ist mal gewohnt von ihm. Ja, ja, gut, das ist dann seine Geschichte. Mhm. Ja, genau, brauchst du denn noch das Tierfett? Nee, ja. Willst du gleich was mitnehmen? Ja. Ich muss überlegen, wie viel Platz habe ich jetzt, weil ich habe sicherheitshalber auch etwas Salami noch in der Tasche. Ja, weil vorhin war eine Dame wohl bei der Jagdbund und wollte Salami kaufen, aber ich habe die Auslage minimiert im Moment. Du hast die Auslage minimiert im Moment? Ja, ist nicht mehr allzu viel drin, weil kommen ja bald ein paar Handwerker, die da drin rumfummeln wollen. Ja, ich sehe schon kommen. Also dann, ich glaube, das wird also auf einmal so 3 Tage dauern, dass wir Chaos werden. Mhm. Ich habe also, alles im Moment im Lager drin. Ich hoffe, das hat da seinen Platz. Bleibt doch da. Ja, ich freue mich auch schon. Also mal gucken. Lass uns selber überraschen. Ja, wie ja. Gesagt, also, wenn du mir sagst, wie viel du brauchst, wie gesagt, ich habe so knapp 600 drinnen und ich würde bis auf 100 runter reduzieren. Also kannst du so 500 Stück mitnehmen, wenn du willst. Ja, ja, ist okay, aber so viel Platz habe ich gerade gar nicht. Dann müsste ich erstmal eine Kutsche holen. Ne? Du, alles gut. Alles gut. Können wir auch morgen oder so machen. Ich kann sie auch vorbeibringen. Das ist auch kein Problem. Ich wollte gerade sagen, lass uns das die Tage machen. Ist jetzt nicht besonders eilig, aber so langsam geht das Tierfett ein bisschen zur Neige. Echt? Ich weiß auch nicht, das hat sich so angestaut. Ja, das ist halt... es gibt doch so einige Sachen, die man aus dem Tierfett mittlerweile herstellen kann. Der Hufbalsam, nicht wahr? Ja, ist zum Beispiel eine Sache davon. Wem erzähle ich das? Du kennst doch die Rezepte meistens selber. Bist doch oft genug an der Uni und unterhältst dich mit den Kollegen da. Zum Teil, aber nicht so viel. Also, alles, was nicht mit Essen zu tun hat, da kann ich mich zwar reinlesen, aber nee. Ist mir zu doof. Ja. Sag mal, wenn man eine Rezepte einreicht bei der Universität. Deins ist in Bearbeitung, kann ich dir sagen. Ah, okay, ich wollte nämlich fragen, wie lange braucht es, bis man überhaupt eine Antwort mal darauf bekommt? Du kriegst eine Antwort, sag ich mal, wenn ich weiß, dass es kurz vor Fertigstellung ist. Achso, also, vorher bekommt man gar keine Rückmeldung. So nach dem Motto, Ihr Rezept gefällt uns, haben wir uns angeschaut und geht in die nähere Prüfung. Da wäre ich ja nicht mehr fertig mit Telegrammschreiben. Also, okay, ja, ist ja nur eine Frage. Ja. Weil ich habe mich gewundert, dass so gar nichts kam. Nee, das ist überhaupt. Hallo, Albert. Hallo. Lass mich raten, du willst Geld? Ja. Dachte ich mir, was soll. Und ich wollte wissen, weil du hast ja vor einer Woche angesprochen, dass du eventuell einen zweiten Flyer dann hast. Und ich wollte fragen, wie weit du da bist und ob du das überhaupt noch machen möchtest. Also es kommt ein zweiter, bloß ich habe heute mit Mirella gequatscht.
Ich musste dann noch die Vorlage geben, so wie er ungefähr ausschauen soll. Okay. So, warte. So. Dankeschön. Dankeschön. Okay, super. Über den ganzen Rest reden wir dann, wenn es soweit ist. Ja, würde ich auch sagen. Hast du noch zu trinken oder so? Kurz für den Weg. Ja, ein Käsespätzle und einen Orangensaft, bitte. Das kriegen wir noch hin. Dann kann ich mir das eben einmal austragen, dass ich alles fertig habe. Sehr schön. Okay, jetzt Spätzle ist in der Käse. Mhm. Na gut, ich werde mich mal wieder auf den Weg machen. Ich muss gleich noch mal eine kleine Pause einlegen, um ein bisschen Kraft zu tanken. Ja, ich muss jetzt dann auch gleich nach Saint-Denis. Bist du nachher im Jagdbund? Ja, ab 19 Uhr etwa. Das könnte gerade gehen, passend, dann könnte ich eigentlich... Also wenn du willst, könntest du es mit Fett da noch machen, dann packe ich aber die Kutsche vollkommen im Rückweg dran bei dir vorbei. Ja, Rückweg, ich weiß nicht, was heißt bei dir Rückweg? Also ich muss 19:30 in Saint-Denis sein, oder wollte ich? Ich warte noch auf eine Antwort von Mr. Corleone. Und dann, ja, werde ich vorbeikommen. Ich packe sie einfach ein, das ist okay. Der Untergang. Wir kriegen das hin und... ich bin froh, wenn ich es los bin. Ja, ich bin froh, wenn ich es habe. Ja, glaube ich. Das bekommst du von mir. Ach, das passt schon. Du bist auch viel unterwegs, deswegen. Dankeschön. Bitteschön. Dann pass auf dich auf, ja? Mache ich. Du auch auf dich. Wunderschön. Hallo. Guten Tag. Ja, jetzt, glaube ich, müssen sich fast einmal bewegen. Ja. Hallo. Ich werde mich mal auf den Weg machen hier. Moment. So. Ups. Grüße, Luigi. Audi. So. Ich höre Stimmen und sie klingen italienisch. Ja, das ist gut. Kann man euch beiden was Gutes tun? Die Speisekarte wolltest du gestern noch vorbeibringen? Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich kriegt auch noch den Lachs. Alles gut, das fliegt nicht. Mir hat Luigi gerade den Lachs gebracht, von dem her. Warte kurz. Alles gut. Deswegen haben wir gedacht, wir schauen mal vorbei, ob jemand da ist. Ja, aber mir fällt gerade... Oh, egal, ihr kriegt jetzt auch die letzte Speisekarte. Ich weiß nicht, wo die hinkommen. Wahrscheinlich in falsche Hände. Ach, es ist halt immer so eine Sache. Die Leute geben sie teilweise nicht zurück. Dankeschön. Bitteschön, ich habe zu danken. Perfekt, dann kommt die nächste Bestellung dann wieder. Ich weiß nicht, soll man es erstmal so bei wöchentlich lassen? Ja, ich würde ja dann tatsächlich... Was hast du gesagt, so eine wöchentliche Bestandsabfrage oder so? Wir haben mit Miss Parker ja... Miss Parker... Oh, ey, ich bin heute noch nicht wach. Merkt man. Oh, Miss Jackson, haben wir ja gesagt, dass wir jeden mal in die Speisekarte schauen lassen. Ja, genau. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe halt immer alle hauseigenen Rezepte, sag ich mal, mitgenommen. Und dann bei den anderen habe ich immer durchgewechselt. Ja. Nee, Käsespätzle stehen bei mir so oder so auf meiner Liste, auf meiner persönlichen. Oh, die Kürbissuppe auch, also von daher. Ja, schau hier, dann haben wir schon mal zwei davon. Ja, und der Lachs mit dem Gemüse, der steht wahrscheinlich eh bei Miss Jackson auf der Liste. Und bei Mr. Grundy. Garantiert, ja. Ah, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wo treibt sich der gerade so, also immer rum? Im Urlaub. Oh. Urlaub? Der hat sich ein paar Tage freigenommen. Achso, wie George oder wie? Eieieiei. Gut, da gehe ich mal davon aus, dass die Woche nicht so viel gegessen wird bei euch. Na, das heißt nichts. Dann wissen wir so, ich bin gerade noch satt. Also. Gerade noch. Ja, also geh am besten das Essen nicht mir. Ich kann dir versprechen, ob es 1:1 an dem Lager ankommt. Ja, ich habe das schon. Bei mir ist es sicher. Na, sagt halt nicht. Ich hatte so meine Mittel und Wege. Naja, nix da. Ja. Gut, dann haben wir zu danken. Gar kein Problem. Ja, dann. Ja. Euch noch einen schönen Tag, passt auf euch auf. Ich wollte sagen, den Herrschaft da und schön doch. Ja, gemein in den Rahmen geschmissen. Tschüss. 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 Gut. So, meine Lieben, ich muss damit fast schon los, wenn ich jetzt noch das Fett in die Kutsche lade. Das, glaube ich, wird das mit 6:30 irgendwie knapp. Ja, ich mache mich auch wieder auf den Weg zur Destille. Hast du was vor? Hast du was vor, Mitch? Nö, ich wollte nur hochreiten, mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Mal die Küste kontrollieren, nicht, dass wir auch einer versucht zu knacken. Solltest du machen.
Leo, kann ich dir was Gutes tun? Soll ich wieder mitkommen? Bitte? Wir können mal zu dem Angel gehen. Diesmal habe ich kein Getreu. Entschuldigung, Leo. Jetzt habe ich gerade. Was hast du nicht? Damit? Ja? Soll ich wieder mitkommen? Nee, du, diesmal nicht. Diesmal habe ich nicht viel Geld dabei. Also, in dem Jahr. Okay. Da geht's aber. Wenn der gestern bezahlt hätte, wäre es halt schon eine Menge gewesen, wie ich gesagt habe. Bin ich sicher. Machst du jetzt einen auf Personenschutz, Eugene? Ich sag mal, da war ja auch Ware von euch dabei, deswegen. Ach so. Ja. Also, ich habe das Geld schon bekommen. Ich muss noch mal abkassieren von dem. Gut. Ja, fragen wir wegen dem 50 $ fragen wir nochmal Joe. Und dann nee, die 50 $ habe ich ja jetzt gekriegt. Das habe ich jetzt erledigt. Ich habe es auch schon rausgetragen aus dem Heftchen. Achso, okay. Alles gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns später. Ja, gleichfalls. Bis später. Dann. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Brauche ich nicht, aber wir können nicht. Ist schon bezahlt. Hallo, Audi. Hallo. Dein Pferd schon wieder stehen. Keine Ahnung. Mach's gut, Brix. Jo, bis nachher oder so. Schönen Abend noch. Mach's gut, Mitch. Schönen guten Abend, Sir. Hallo, schönen guten Abend. Wo ist denn der Chef? Oder der andere Chef? Der ist wahrscheinlich noch am Schlafen. Warum? Ah, okay, okay. Ich hatte mich vor einigen Tagen mit ihm unterhalten, für gewisse Zutaten bei euch abzukaufen. Ah, okay. Ja gut, wie gesagt, der schläft noch. Ich schätze mal, der wird so eine halben Stunde vielleicht da sein. Okay, okay. Soll ich ihm was ausrichten? Ja, die Roger-Brüder waren da. Die Roscher-Brüder. Ja, genau. Alles klar, werde ich sagen. Wir hatten, jetzt weiß ich nicht mehr, Pflaumen? Nee, Pfirsiche? Ja. Wollten wir vorbeibringen. Ah, okay. Oh. Gut, sag ich ihm Bescheid. Pfirsiche. Ich meine ja, die Frage ist, wir wissen noch nicht, wie viele. Okay. Das und ich meine, wir können ja offen reden, ihr seid ja Geschäftspartner. Mhm. Und wir wollten uns mal über ein gewisses Rezept unterhalten, was wir mittlerweile benutzen dürfen. Ah, okay. Oh ja, klar, kein Problem. Okay, dann gucke ich mal, dann weiß ich, ob ich es schaffe, aber ich komme auf jeden Fall heute Abend nochmal vorbei. Alles klar, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm Bescheid. Ja, vielen Dank, Sir. Kein Problem. Schönen Tag noch. Ebenso, ciao. Schon wieder mein Esel, Mensch. Hallo, schönen guten Abend. Na, wie geht's dir? Prima. Wollte ich besuchen. Sehr schön. Hat er gerade Emmet gefragt, ob du vielleicht noch da bist. Ja, ich bin noch ein bisschen am Sortieren und am Aufräumen. Und, wie geht's dir so? Gut. Allgemein, ja, nur gut oder gibt's auch noch? Ja, gut halt. Mann ja nur. Ja, ein bisschen nervös sein Pferd. Eigentlich unüblich. Ja gut, hier ist auch eine gefährliche Gegend. Du musst aufpassen wegen Wölfe. Ich habe eben schon wieder 4 Wölfe töten müssen. Ja, ist ja nachts, da passiert es öfters. Oh, du wirst lachen, das ist auch tagsüber manchmal. Ich hatte fast nur Begegnung, meistens wenn es abends war. Ah, okay. Ja, außer halt auf der Ranch, da war es auch manchmal morgens. Ja, das glaube ich. Nee, also hier sind die auch schon früh morgens, manchmal sogar Mittagszeit, obwohl das ist selten. Hm. Und dann halt jetzt um die Uhrzeit, wie eben auch. Ja. Erstmal Honig von Emmet geholt. Hm, okay. Weil wir ja für die Riegel wieder welche brauchen. Ah, prima. Braucht ihr denn noch für diese Riegel? Orangen, Mandeln, ah, Hafer, okay. Heu.
war das noch? Das haben wir über viel. Okay, naja, ist ja nicht so. Mais haben wir eh nicht da, also Heu und sowas haben wir nur. Ja, das stellen Weizen. Wir selbst aus Mais und anderes her. Ah, okay. Und wenn haben wir ja Selina gleich nebenan, wenn wir es brauchen. Ja, das ist sehr praktisch. Wenn man, sag ich mal, so einen Haus- und Hof-Farmer hat. Ja, vielleicht haben wir ja die Chance irgendwann, wir können eine kleine Stadt unten bei uns machen. Ja, die Idee ist gar nicht mal schlecht. Sollte vielleicht mal Niki an das Government schreiben, dass man dann gewisse Sachen dann dahin verlagert. Da gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, einen Saloon hinzubauen oder sowas. Ja, der Schmied, dann Saloon und noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Ja. Würde bestimmt was werden. Und es reiten ja sehr viele manchmal da vorbei, also wäre es für einen Saloon sehr gut. Eigentlich für schon. Den Hufschmied, eigentlich alles, was da so sein würde. Ja, und es ist eigentlich ein, naja, fast zentraler Punkt. Ja, heute habe ich erstmal von Ivis, ich weiß nicht, Freund oder Bekannten oder was auch immer, erstmal ein anderen Katalog von einer anderen Ranch bekommen, den er noch über hatte, mit auch der, mit einem Papier, wo die Telegrammnummer und alles von der Druckerei drauf ist von Saint-Denis, damit wir unsere eigenen Kataloge machen können, damit wir die Pferde und alles besser den Kunden zeigen können. Hatte ich Niki eben gerade gezeigt, da hat sie gesagt, können wir auf jeden Fall machen. Müsste ich jetzt nur noch gucken, dass ich dann die Tage, weil es steht meistens nur, dass sie um 22 Uhr am Freitag, wenn da sind. Ist aber auch deswegen, eine komische Arbeitszeit. Ja, schon. Und auch nur ein Tag. Ist echt ein bisschen doof. Mal gucken, ich schreibe denen dann mal später ein Telegramm. Falls an beiden Nummern, die da drauf stehen. Welche Nummern sind denn das? Nicht, dass die schon wieder weg sind. Warte. Warte, muss ich mal ein Pferd holen, habe ich da reingepackt. Ja. Ja, mal schauen. Hatte Jack mir jetzt nur gegeben mit dem Katalog. Also bei der 395 Telegrammnummer bin ich mir nicht so sicher. Die, wenn das die, na, wie soll ich hieß sie? Ich glaube, die hieß Walker oder so ähnlich. Okay. Die ist da nicht mehr. Aber die andere 4856, die kann schon sein. Okay. Ja, wenn, versuche ich einfach da ein Telegramm hinzuschreiben und gucke, wer dann antwortet von denen. Genau, genau. Du kannst dir vielleicht noch eine Telegrammnummer aufschreiben. Das ist von diesem Eric Wilson. Der war mal da gewesen vor, das ist allerdings auch schon wieder ein paar Wochen her. Warte mal, ich glaube, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe irgendwann mal, hat doch jemand das erwähnt mit den Zeitungstelegrammen. Genau. Ah, hier, ich habe sie, warte. Einmal Matthew Holmes oder Home mit 4156. Ja. Und einmal Mr. Wilson 3952. Genau, die habe ich auch. Ja, genau. Also würde ich lieber erstmal an die beiden schreiben, weil das andere scheint ein bisschen älter zu sein. Ja, er hat es mir ja nur mitgegeben, weil aber er halt das auch nicht so sagen kann. Warte mal, ich habe doch eine aktuelle Zeitung im Lager. Okay. Wollen wir mal schauen. Da steht es doch hinten immer drauf, ne? Ja, normalerweise der letzte Seite, glaube ich. Genau. Wo haben wir denn die letzte? Also sonst haben wir auch eine Zeitung von Emmett noch, die Ausgabe 10, die wir mal bekommen haben. Ich weiß nicht, müsste ich da sonst auch nochmal reingucken sonst. Ja gut, in der Ausgabe 10 müsste das aber auch noch drin stehen, also. Mhm. Ah ja gut, da steht jetzt nur die 4856 in der letzten Zeitung. Okay. Ja, nicht, dass die anderen beiden auch schon wieder weg sind. Wer weiß. Das weiß ich nicht. Nicht so wirklich in Saint-Denis. Nee, aber die 4856. Glaubst du, man kann auch versuchen, in der Woche irgendwie das zu versuchen, einen Termin zu bekommen? Oder glaubst du wirklich, dass es nur Freitag sein würde? Also ich denke mal, das müsste auch unter der Woche. Kannst du ja mal fragen. Die werden ja dann schon schreiben, ob sie dann nur am Freitag oder auch mal unter der Woche können. Okay. Naja, weil es wäre jetzt blöd, wenn sie wirklich nur zum Wochenende können, weil es würde ja sonst wie lange dauern, bis sie endlich mal dann
nachfragen kann. Ja, das ist richtig. Ja, manchmal sind da ganz komische Arbeitszeiten bei den Leuten. Willst du was trinken? War das ein Ja oder? Ey, ich muss gerade kurz die Tasche gucken. Ach so. Ein bisschen Limonade habe ich sonst noch. Oh, kann dir auch gerne einen Kirschsaft geben. Einen Kirschlikör. Habe ich noch bei mir drin. Echt? Hast du noch nicht getrunken? Ja. Doch, den einen schon, aber den anderen habe ich noch beim Pferd drin. Okay. Und so schnell trinke ich die jetzt nicht. Ja, den muss man ja auch genießen, nicht wahr? Ja. Und was hast du heute noch so vor? Falls mit den Herrschaften reden wegen einem Araber, dann muss ich nochmal ein Musternventil, mal gucken. Auslage habe ich mich schon darum gekümmert, dass die leer ist. Ja, das musst du doch, ne? Weil morgen ist doch Stichtag, ne? Ja, deswegen habe ich sie heute geleert und ins Lager gepackt. Ja, zum Glück haben wir keine Auslage. Da geht der Kelch an uns vorüber. Ja, mal gucken, was sonst noch so ansteht. Ja, also ich werde heute nicht mehr so viel machen. Ich werde den Sonntag genießen. Mal gucken, was so daheim ist. Muss mich mal wieder um meine Ziege kümmern. Die bockt wieder rum. Bin am Überlegen, ob ich mir nicht auch einen Zaun kaufe und die Ziege einfach einsperre. Also ein paar Zäune haben wir noch sonst bei uns, falls wir nicht mehr brauchen sollten. Jo. Ich komme dann darauf zurück. Okay. Meistens, wenn man das machen würde mit dem Puma, braucht man meistens so 4 Stück oder so, glaube ich, war das. Ja gut. Wir haben, glaube ich, 8 Stück oder so. Okay. Musst du nur gucken, weil die sind schon sehr lang. Ja, das stimmt. Ja, aber ihr habt den Zaun jetzt aktuell nicht aufgestellt, oder? Nee, die sind im Lager. Okay. Weil letztens ist der Puma, hat er ja da an dem üblichen Platz gelegen und wir wollten uns den nur angucken, da ist er auf einmal hinterhergelaufen. Die ganzen anderen Male ist er da stehen geblieben, beziehungsweise hat sich nicht stören lassen, dass wir ihn begutachtet haben. Oh. Ja, vielleicht hat er nur einen schlechten Tag gehabt. Und wie geht's Niki so? Soweit gut. Nur, dass halt ihre Freundin halt leider verstorben ist. Oh, das ist aber nicht gut. Und habt ihr die Miss Sullivan eingestellt als Pferdetrainerin? Wer ist das? Ja, da war letztens, die hat ein Pferd abgeholt. Niederländer, glaube ich. Niederländer muss es gewesen sein. Und also von der Einstellung weiß ich nichts. Ich weiß nur was von, dass die Dame bei mir ein niederländisches Warmblut bestellt hatte. Genau, das hatte sie da an dem Tag abgeholt. Ja, und die hat er mir erzählt, dass sie da auch bei ihren Eltern auf Pferderensch gearbeitet hat. Dann habe ich gesagt, naja, vielleicht sucht Niki ja noch jemanden, soll mal fragen. Da weiß ich bis jetzt noch nichts von, deswegen. Naja, gut. Wie viele Leute seid ihr jetzt auf der Ranch? Warte, muss mal kurz nachdenken. Müsst du 7 Leute sein? 7, ui. Falls ich mich jetzt nicht verzählt habe oder eine Person vergessen habe, weiß ich nicht. Ach doch, oder? Nee, warte, das könnten auch. Vielleicht so 7, 8 Leute, ich weiß es gar nicht. Nö, das ist aber, doch. Da habt ihr bestimmt mit den Pferden habt ihr ziemlich viele jetzt, müsst ihr ja haben, ne? Ja. Aber da kommen wir gut noch hinterher, so ist das nicht. Das ist prima. Müssen jetzt nur ein paar wieder verkaufen. Sonst wird es halt ein bisschen zu viel im Stall. Ja. Aber sonst geht das. Ja gut, ihr müsst die Tiere ja auch pflegen und alles, ne? Und wenn so viele Pferde da drin sind. Das habe ich heute schon fertig. Sehr gut. Ist aber auch dann ein totes Kapital, wenn so viele Pferde im Stall sind. Das geht noch, ist noch ein Überblick. Na, dann ist ja gut. Ich habe heute erstmal alle wieder versorgt mit Essen und Trinken. Sehr gut. Muss ja immer gemacht werden zwischendurch. Ja, natürlich, weil sonst verhungern die ja. Ja.
Und der Schmied von Amadillus, der regelmäßig bei euch oder nur sporadisch? Der ist dienstags bis und freitags war. Ah, okay. Oder zwischendurch, je nachdem, ob wir ihn halt ein Telegramm schreiben, ob wir ihn denn brauchen. Mhm. Aber sonst feste Termine sind Dienstag und Freitag. Ah, okay. Gut. Dann, falls ich da mal wieder meine Hufe auskratzen lassen muss. Das könnt ihr auch bei uns sonst machen, so ist das nicht. Okay. Wir können das ja auch machen. Ach, das ist gut zu wissen. Ich habe sonst auch welche immer dabei. Verstehe. Falls mal so eine Situation kommen sollte. Mhm. Prima. Tja. Und jetzt? Ich habe auch letztens 30 Stück bei ihm bestellt, dass wir wieder welche brauchen. Blöd, dass man die nur einmal benutzen kann, ne? Ja, hatte ich auch schon letztens mit Dominik besprochen, dass es schade ist, dass wenigstens beim Hufschmied das so sein könnte, dass ich es wenigstens so 3 bis 4 Mal vielleicht benutzen kann. Richtig, bevor die kaputt gehen. Ja, genau. Aber wer weiß. Naja. Weil sind ja schon Materialkosten, die halt jedes Mal für nur einmal kratzen halt weggehen. Ja, also so manchmal Sachen sind, wo ich nicht so verstehe, warum man die nicht öfters benutzen kann. Ja. Zum Beispiel diese Creme fürs Gesicht, ne? Da musst du die ganze Creme ins Gesicht schmieren, damit das hilft. 2-3 Mal würde ja auch lang, ne? Ja. Man kann es auch übertreiben, aber was willst du machen? Ja. Wolltest du dich jetzt fressen? Nö. So, hat sich aber was gesagt, passt so aus. Hast du noch irgendwas heute gemacht? Bitte? Hast du noch irgendwas anderes heute gemacht? Nö, eigentlich nicht. Ich war heute mal recht faul. Oh. War vorhin dann mal beim Emmet, hab was gegessen, hab mal nach Telegramm geguckt. Ja, ansonsten, ja, und dann auf dem Rückweg haben mich dann 4 Wölfe attackiert, die habe ich dann schlafen gelegt. Ansonsten war noch nicht viel gewesen. Ich will nachher nochmal zu mir nach Hause, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und dann denke ich mal, werde ich mich auch hinlegen. Also heute mache ich nicht mehr viel. Kannst du mir vielleicht nochmal die Nummer, Telegrammnummer von Emmet geben? Ich habe sie irgendwie verlegt. Die Telegrammnummer von Emmet, das ist die 182. Okay, danke. Meine hast du aber. Ja, die ist notiert. Sehr gut. Nur die von Emmet habe ich irgendwie, obwohl das meistens nicht passiert, verbaselt oder finde sie gerade nicht irgendwie sowas. Nee, der hat die 182. Okay. Habt ihr das schon mal gemacht mit dem Gewerbetelegramm? Bis jetzt noch nicht. Okay, weil wir haben es jetzt beantragt, bezahlt, aber bis jetzt tut sich da irgendwie noch nichts. Und so wie Bill sagte, der hatte das schon und der sagte, man kann nur von da aus schreiben, aber nichts bekommen. Also auch komisch. Ein bisschen doof, ja. Ah gut, lassen wir uns überraschen. Ja. Hab heute um 12 kam das eine Fohlen, Tinkerfohlen. Okay. Und da war ich ganz kurz beim Hufschmied. Da bei uns war für den Moment gerade nicht so viel los. Bin ich mal kurz hoch, weil ich die Lampe gesehen habe. Ja. Und dann habe ich kurz Ivy und Dominik das Fohlen gezeigt. Und dann Ivy so, das möchte ich haben. Ah, kaum das Fohlen da schon verkauft. Ja, so in der Richtung. Das ist doch gut. Ja. Yeah. War eigentlich nur mal so zu gucken, was für eine Farbe halt rauskommt von dem Elternteil. Diesmal kamen beide Fohlen von den Vätern. Ja. Interessanterweise. Okay. Und, aber das eine wurde eine Stute und das eine ein Hengst. Ja. Und hätte aber nicht gedacht, dass Ivy da ganz plötzlich die Stute haben möchte. Oh ja, wenn man so ein Pferd sieht, dann macht das schon ein bisschen mehr Eindruck, als wenn man nur davon hört, ne? Ja. Und wenn dann noch die Fellfarbe passt und alles. Und ja, sie hat ja so eine ungefähre Aussage gesagt, dass sie ja so ungefähr eine Farbe gerne hätte. Und dann hatte ich ihr das gezeigt und sie so, oh, ui, da ist Siri gefreut und hat gesagt, ja, kann ich's haben. Ja, das war schön. Ja, das ist doch prima. So müssen Geschäfte laufen. Mm. Bei uns ist im Augenblick ein bisschen ruhiger, aber die Leute haben jetzt alle genug. Wir sind jetzt wieder dabei, mal ein bisschen die Bestände aufzufüllen. Der Prix ist ein bisschen faul, der liefert nur aus, der ist gern unterwegs. Ja. Und mit dem Brennen, das muss er dann auch noch ein bisschen üben. Ja. Gut, dann mache ich mich so langsam auf die Ranch wieder zurück, weil ich den Honig reinpacken muss. Mach das, pass auf dich auf. Mach ich. Nicht, dass dir was passiert, das wäre schade um dich. Ja, mir passiert schon nichts, wenn werde ich mich schon wehren. Jo.
Gut. Gut. Ich, hast du Schrotflinte dabei? Ja, ich habe sie nur noch nicht rausgenommen. Also wenn du hier losreißt, nimm sie lieber schon mal in die Hand, weil hier mit den Wölfen musst du echt aufpassen. Sehr gut. Ich habe halt eine alte Uhr gefunden. Ui, und die, geht die noch? Nee, die muss wieder repariert werden. Hast du eine Uhr? Mhm, habe ich. Ah, dann ist sie gut. Ja, weil Dominik hat mir nämlich eine kleine Stelle in der Nähe von deren Hof gezeigt, ja, wo man eine Stelle findet, wo man graben kann. Aha. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie das mit dem Metalldetektor klappt. Mhm. Und dann habe ich die alte Uhr gefunden. Ah, okay. Aber du hast auch eine, die funktioniert. Ja, ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, ja. Joe und Bill, die haben auch früher viel gegraben und Zeug ausgegraben. Da kannst du schon einige tolle Sachen finden. Mhm. Ja, Dominik sagte, man kann so Piratenmünzen finden. Ja, da kannst du einen ganzen Haufen Münzen finden. Wenn du den Satz komplett hast, die kannst du auch gut verkaufen. Für, ich weiß jetzt nicht, $200, $300? 250, so, sagte Dominik. Wenn man 27 von diesen Münzen sich zusammengesammelt hat, die zusammengehören, kriegt man 250 bei Enzorn Denise, wenn man die da verkauft. Richtig. Mhm. Wobei die Piratenmünze gehört nicht dazu. Das weiß ich. Ja. Diese Statuen, die gibt's auch noch nicht wirklich. Die funktionieren, oder die gehen kaputt, wenn du die ausgrabst. Die hast du dann nicht in der Tasche drin. Aber wenn du die gerne abreitest, diese Punkte, musst du mal mit Joe sprechen. Der kennt die, der weiß, wo du da lang musst. Das haben die, wie gesagt, Bill und Joe richtig oft gemacht früher, während ich hier gestanden habe und gearbeitet habe. Ja, Dominik hat mir auch ein paar gezeigt, aber bis jetzt hat nur die eine angeschlagen mit dem Detektor, wo er mich heute hingebracht hatte. Ah, okay. Ja, die anderen, wo er mir das gesagt hatte, da hatte ich es versucht, aber da hatte ich nichts gefunden oder es hat auch nicht reagiert. Deswegen. Ja gut, das kann sein, dass da schon einer gegraben hat. Das ist jeden Tag anders da. Ja. Also, wenn einer schon da war, dann ist es für den ganzen Tag weg. Muss aber auch oft eine da sein, weil ich hatte das mal in der Nacht gemacht und da soll man es ja am besten dann sehen. Aber da habe ich nichts gefunden. Ja gut, ich weiß nicht, was hier für Leute jetzt überall rumreiten und versuchen, irgendwelche Schätze auszugraben. Aber Emmett macht das auch hin und wieder mal, wenn ihm langweilig ist. Ja, ich habe es nur das eine Mal probiert, wo ich halt Zeit hatte, aber da habe ich nichts gefunden. Ja, dann war schon einer vor dir da. Ich habe nun bei einer Kirche, ich weiß nicht, ob sie kaputte war, also die zu war oder nicht. Ja. Aber da ist ein Brunnen und da kann man reinklettern. Oh. Und da kann man was finden. Da ist sogar was, aber das ist verschlossen. Das gehört, glaube ich, jemandem. Ah, okay. Ja, pass auf, nicht, dass das irgendwelche Banditen sind, die da hausen. Bei einer Kirche? Wer weiß, wer weiß. Die Banditen kommen immer dahin, wo man sie am wenigsten erwartet. Ja. Dann möchte ich den nicht weiter aufhalten. Tust du nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sicheren Heimweg. Das wird schon. Ja. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bestimmt. Vielleicht kommst du ja später oder so, wenn es sein sollte, bei uns vorbei. Sonst. Schauen wir mal. Ja. Alles klar. Sonst bis später. Bis später. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo?
Hallo, jemand da? Ah, wunderbar. Hi, hast du zufälligerweise Joe gesehen? Er ist gerade bei Hazel zur Praxis hoch. Ah, okay, weil da sind so zwei komische Typen, die wollen was von dem. Dann gehe ich mal dahin. Alles klar, ich wünsche dir gute Nacht, Mitch. Ich bin raus für heute. Ja, dann schlaf gut, bis morgen. Bis morgen. Ruh dich aus. Jo, tschüssi. Tschüss. Nein, aber wenn, ich meine, da würden wir uns wiedersehen und dann kannst du meine Nase wieder richten. Richtig. Ich wollte gerade sagen, du erzählst das dann niemandem. Niemand. Hallo, schönen guten Tag. Mitch, grüß dich, mein Lieber. Tag, hallo Mitch. Wie geht's euch? Ja, gut. Prima. Wenn ich dich sehe, gebe mir die Sonne und das Herz immer auf hier. Ja. Da sind zwei komische Vögel bei uns an der Distille, die wollen was von dir, Joe. Oha. Ja, dann sollte ich mal zu den komischen Vögeln hin. Ja, würde ich vorschlagen. In den Käfig sperren. Nee, der eine sieht aber aus, als hätte, also, hätte er irgendwie... Ach so, nee, das nicht, das brauchst du nicht. Aber der eine sieht aus, als hätte er irgendwo in die Elektrizität gegriffen. Oha, hat er so eine wilde Frisur, oder was? Ja. Ja, okay. Der ist ja auch fünfmal durchs Rad gegangen, wie Bill. Das kann auch sein. Das Wasserrad da, keine Ahnung. Möglich. Hier durchs Mühlrad in Strawberry oder was? Ja, da hat sich schon. Wenn du manchmal Bill siehst, ich habe ihn letztes Mal gefragt, ob er irgendwie einmal zu viel mit dem Kopf auf dem Stein aufgeklatscht ist oder so. Oha. Der hat ein wirres Zeug gelabert. Nee, ja, das kann der gut. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er so ein Zeug hat. Ich verstehe den auch nicht immer. Ich verstehe den auch nicht immer. Da war die kleine Haley gerade hier gewesen. Mhm. Er hat da ein Mist gelabert. Ich sag, Junge, bist du da irgendwie zu oft mit dem Mühlrad gerollt oder was? Ja, ja. Schlimm ist, wenn er in seine Muttersprache verfällt. Dann verstehe ich ihn auch nicht. Ich auch. Ja, kein einziges Wort. Nix. Gar nichts. Das war an dem Abend ja auch, wo Haley da war. Wir haben uns beide nur so, hä? Ja, wie war das noch im Mittelteil, genau. Ja. Wenn Emmett da ist, dann geht's. Der kann übersetzen. Ein, zwei Worte kannst du vielleicht noch irgendwie raushören. Ja. Aber dann ist auch gut. Nee, das geht gar nicht, ja. Ja, dann braucht er mal wieder so einen Nackenklatscher, weißt du? Ja, oder man muss ihm sagen, genau. Stottern wird ja auch zusammengeschrieben und... Richtig. Miss Bennett, ich habe eine Taube. Ja, dann soll ich mitkommen? Ehrlich, ich darf noch nicht alleine. Ah, Sie haben keine Freigabe, okay. Dann muss ich jetzt los, Entschuldigung. Alles klar, passt auf euch auf. Jawohl. Besser als eine Blinde, passt auf euch auf. So, dann komm mit. Ja, dann sollten wir uns mal beeilen. Ja. Ich habe mal 10 Salben besorgt. Fürs Gesicht? Ja, einfach mal zur Vorsicht. Okay. Ich habe... $3 kosten die. Ganz schön. Vorher waren die mal 2,50er. Ja, 2,50. Ja. Ich habe auch diese Pferderiegel geholt von Elena. Habe ich 50 Stück. 5 habe ich. 5 habe ich Prix gegeben. Und die anderen habe ich ins Lager gelegt. Ah, perfekt. Gut, dann nehme ich mir den auch mal 2-3 raus. Jo. Die sind nicht schlecht, also die machen das Essen gut voll. Wir müssen uns auf jeden Fall dieses Hufbalsam noch besorgen. Ich glaube, da habe ich noch welches in den Satteltaschen, aber das war auch nur minimal. Nee, also da sind schon ein paar mehr, so 10, 15, 20, 30, 50 Stück. Ja, was denn jetzt? 15, 15, 20, 30? Naja, also ich sag mal für jeden 10. Du sagst zu mir immer, ich übertreibe, weißt du? Ja, mit 100 ist ja auch übertrieben. Jetzt redest du genauso. Nein, weil ich mich ständig anpasse und 50 geht ja noch. Aber ich würde sagen 10 pro Mann und ich, ne, also das, und du solltest vielleicht mal Brix sagen, dass er mal was brennen soll, weil der steht nur dumm in der Gegend rum und so viel ausliefern tun wir nicht. Der braucht Bau gleich oder wieder entlassen, dann ist gut. Nö, kannst ja sagen, dass er mal alles auf 1000 hochbrennen soll, was unter 1000 ist.
das kannst du ihm aber auch sagen. Du bist auch eine stellvertretende also Geschäftsleitung. Ja gut, aber es ist ja dein Freund. Das ist ja egal. Du bist aber Firmeninhaber. Ja, aber wenn er auf mich hört, da dann... bist du zuständig. Ja. Ich bin auch zuständig, wenn du da... Was? Was? Wenn er nicht arbeitet und du Geld kassiert, dann tritt dir gefälligst in den Arsch. Na gut, aus der Kasse kann er ja nichts nehmen, oder doch? Nee, Gott sei Dank, das kriegt er auch erstmal nicht. Aber wir bezahlen ja sonst alles. Wir haben bis jetzt alles bezahlt. Ja. Das Pferd. Wenn er arbeitet, wie er rumsteht, ja, dann kriegt er von mir lang und schmutzig. Ja,